Es ist Mitte September. Die Bahnwelt in Darmstadt-Kranichstein lädt ein zum Dampflokfest. Unter dem Begriff Bahnwelt in Darmstadt fassen sich einige Vereine zusammen, die viel mit Eisenbahn zu tun haben. Zum Beispiel das Eisenbahnmuseum oder die historische Dampfstraßenbahn. Damit werden wir uns in diesem Film beschäftigen. Wir sind heute in Darmstadt-Kranichstein beim Verein Bahnwelt. Sven, was gibt's heute? Ich denke, wir werden hier einiges erleben, wieder an Dampflokomotiven. Und das werden wir uns mal genauer anschauen. Wir waren ja im Frühjahr schon mal hier, da war ein etwas größeres Fest. Und ich lasse mich einfach mal überraschen, was uns heute hier erwartet. Es soll wohl ein bisschen kleiner sein, aber es gibt jede Menge Dampflokomotiven. Wir haben hier auch eine kleine Eisenbahnanlage zur Verfügung. Vielleicht fahren wir da mal eine Runde. Oh wei, Modellbahn fahren. Ja, gut, ich meine, wir wiegen jetzt nicht so viel, also ja. Von daher, vielleicht kriegen wir da auch mal eine Testfahrt. Ansonsten lasse ich mich einfach mal überraschen. Hier stehen wir jetzt vor einem Dampflokkessel, der nicht mehr benutzt werden kann. Der ist ja auch schon durchgerostet teilweise. Und ja, der steht halt schon mal gleich zu Beginn da. Viele Rohre, man sieht mal, was so eigentlich in so einem Kessel drin ist. Das sieht man ja sonst auch nicht, weil sonst ist die Dampflok ja zu und man ist froh, wenn sie das auch bleibt. Und nicht dann sich irgendwie in ihre Einzelteile auflöst. Naja, wir fahren heute ein bisschen Dampflok, gucken, was es hier gibt, steigen in sämtliche Züge ein, die hier so rumstehen. Ja, und gucken. Man kommt auf das Gelände vom Eisenbahnmuseum und sieht gleich einige Dampfloks und den großen Lokschuppen. Ja, die Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein ist ein Zusammenschluss, der sich Anfang dieses Jahres jetzt gebildet hat zwischen verschiedenen Trägern hier dieser, sagen wir, bahnhistorischen Anlagen und Einrichtungen und besteht in der Keimzelle aus dem Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein, wo wir uns heute befinden mit dem Dampflokfest. Heute kann man zum Beispiel mit dieser Dampflok eine Führerstandsmitfahrt machen. Das machen wir allerdings später. Erstmal schauen wir uns das Gelände an. In dieser E-Lok werden wir später auch mitfahren. Viele Lokschuppen in Deutschland sehen nicht mehr so gut aus. Die meisten sind am Verfallen. Gut, dass hier einer gerettet wurde. Da man keine Ersatzteile für zum Beispiel Dampfloks mehr kaufen kann, müssen sich die meisten Eisenbahnvereine diese selber machen. Die meisten Vereine haben dazu eine Schmiede. Thank you.
Eins der Aushängeschilder des Eisenbahnmuseums ist das Schweineschnäuzchen. Ein Schienenbus, der vorne und hinten eine Motorhaube hat. Heute fährt er leider nicht. Allerdings kann man ihn besichtigen. Die Drehscheibe kommt heute zum permanenten Einsatz. Nanu, ein Auto auf Schienen? Naja, fast. Dies nennt sich eine Bahnmeister-Draisine. Es gibt nicht nur dicke Eisenbahnen, es wird auch manchmal Schlangen verlangt. Ja. Nee, wir sind ja nicht so schnell mit dem Fahrzeug, hier auf dem Gelände sowieso nicht. Ich weiß ja auch ganz ehrlich nicht, wie schnell die Draisine überhaupt ist. Sie zugelassen ist sie für 70 km/h, aber ich habe so das Gefühl, wie der, was der Motor so kann und wie er geht und wie er sich anfühlt, macht sie lässig ihr 80. Eventuell auch mehr. Ich habe halt noch nie Gelegenheit gehabt, das auszuprobieren. Im Rangierbereich sind nur 25 km/h zugelassen. Und raus auf die Bundesbahnstrecke darf ich nicht mit der Draisine, da hat sie keine Zulassung dafür. Da sind so einige moderne Überwachungseinrichtungen, die die Bahn jetzt bei jedem Fahrzeug hat. Das hat die Draisine noch gar nicht. Und früher war das dann so, wenn die Draisine auf irgendwie einer Inspektionsfahrt war, der gute Mann hat mir gerade eben gesagt, er kennt sich aus, er ist dienstlich schon mitgefahren. Und da war das ja so, dass dann eine Sperrfahrt das gemacht worden ist. Da war die Strecke in dem Zeitraum, wo die Draisine gefahren ist, absolut gesperrt. Da durfte kein anderes Fahrzeug rein. Und heutzutage ist es halt sowieso noch ein bisschen genauer mit den ganzen Überwachungseinrichtungen, die es da gibt, PZB 90 und was es alles jetzt so gibt. Und auf eine ICE-Strecke ging ich gerne mal. Ich habe schon gesagt, ich steht gerne mal mit dem ICE um die Wette fahren, aber da ich vorher einen anderen Motor einbauen. Mit mehr Power. Hat der eine VW-Maschine? Das ist ein Käfermotor, 1200er mit 34 PS. Der war früher mal in einer Feuerwehrspritz drin, den habe ich umgestrickt auf 12 Volt, damit man leichter Ersatzteile kriegen. Und ich bin selber, ich habe ja bei VWs Autoschlosser gelernt, deswegen ist das für mich kein Problem. Und Ersatzteile habe ich da im Keller noch genug gehabt zum Umbauen. Und da war das also nicht so schwierig. So, da wollen wir mal sehen, wie es aussieht, ob wir da mal können. Keine Genehmigung haben, weiter vom, also aus dem Museumsgelände rauszufahren. So, und jetzt machen wir das genauso, wie die Leute, die dann eben an ihre Baustelle angekommen sind und halt die Draisine nicht wieder weitergefahren ist, sondern wenn das größere Baustelle waren oder mit mehr Teile und Ersatzteile und Werkzeug, da konnte man die Draisine aus dem Gleis herausnehmen. Und das wird jetzt mit der Hebeeinrichtung gemacht, die hier unten drunter ist, die man auch zum Drehen nimmt. Und da wird, früher sind entweder Bohle angelegt worden oder an einem Bahnübergang, wo das Gleis eben war mit der Fahrbahn, da ist es einfach so rausgeschoben. Zum Beispiel hier im Lokschuppe ist der Standplatz von der Draisine ist nicht auf dem Gleis, sondern nebendran auf dem Beton. Und das machen wir jetzt und deswegen alles aussteigen und jetzt geht's ans Gekurbel. Personal durchgeführt werden. Und deswegen übergebe ich das mal an den Kollegen hier.
was ist das? MEC hat er mal. Limburg hat er mal. Ist das der Modellbahnclub da in Limburg, direkt am, am Bahnhof da, Rangierbahnhof? Gut. Mittlerweile sind wir in Holzheim. Gut. Ich will hier hochdrehen. So, langsam, langsam. Nee, erst einmal den roten Griff rausziehen links. So, und jetzt nur ziehen. Und festhalten einen Moment und drehen. Leiern. Und jetzt den Griff wieder loslassen und weiter leiern. Das sieht man jetzt hier unten drunter, ist wie Scherenware hier beim Auto. Da wird es jetzt hochgehoben. Also ich muss mal mein Foto holen. Ich muss schon mal fotografieren. Das ist wie im Scherenwareheber. Das ist eine Spindel und da werden die Schere wird auseinandergedrückt und dann so, das müsste auch schon lange. Und jetzt gehen wir zwei vorne hin und jetzt drehen wir sie in aller Gemütsruhe rum. Wenn wir jetzt auch sehen, wenn wir die drei Sinne jetzt einfach quer zum links rum. Wenn man die drei Sinne jetzt einmal aus dem Gleis rausnimmt, stellt man sie einfach nur quer oder schräg, leiert die Hebeeinrichtung wieder hoch und dann kann man sie wegschieben. Man muss halt einen passenden Untergrund haben, ne? Und dann funktioniert das. So. Auch nicht so hoch, nicht so hoch. So halten in der Höhe. Jetzt kommt langsam der rote Griff, kommt dann irgendwann raus. Jetzt müsst ihr kommen, noch ein bisschen weiter und gut, das war's. Und jetzt die Kurbel rausziehen. Und wieder auf die Drehscheibe und dann rückwärts auf das Gleis vor den Lokschuppen. Schauen wir uns mal den Motor an. Nanu? Was ist das denn für ein Kabelhalter? Die Draisine feierte Ende 2012 ihren 50. Geburtstag. Ein Stück weiter parkt eine Berliner S-Bahn. Und hier ein Schienenbus. Das Eisenbahnmuseum hat 16 Dampfloks, wovon allerdings nicht mehr alle fahren können. Und von so mancher ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Und dieser Draisine hier fehlen auch ein paar Teile. Zwei Elektrolokomotiven, eine vom Typ 103 und eine E16.
Wir nehmen jetzt an unserer ersten Führerstandsmitfahrt teil. Zuerst an dieser Elektrolok. Sieht noch ziemlich übersichtlich aus. Zur Lokomotive selber ist zu sagen, die Lok ist also 50 Jahre alt, 1962 gebaut. Eine leichte Mehrzwecklokomotive, das heißt also, man hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland rund 2000 E-Loks neu gebaut in drei Leistungsklassen. Das ist die kleinste Leistungsklasse mit etwa 3000 PS. Die mittlere Leistungsklasse gibt es heute noch, E10 und E40 mit etwa 4500 PS. Und dann gab es noch eine sechsachsige Version mit 6000 PS. Die E50 ist heute nicht mehr im Betrieb. Auch von der hier ist keine mehr im täglichen Betrieb im Einsatz. Die mittlere Leistungsklasse gibt es noch ein paar, die fahren. Und man hat halt, wenn man 2000 Loks baut, das Problem, ja, man könnte alles wie ein Ferrari bauen oder wie ein teurer BMW, aber bei so vielen Loks ist es vielleicht gut, wenn man sagt, okay, man beschränkt sich auf das absolut Notwendige, weil das ja richtig teuer ist. Ich meine, 2000 Loks ist ja viel Geld. Und deswegen hat man hier eine relativ einfache Lok gebaut, wo eben bestimmte Sachen, die bei größeren Leistungen notwendig sind, hier nicht eingebaut worden sind, um einfach preislich da runterzukommen. Von dieser Bauart gab es 451 Loks. Ja, wenn ich bei jeder Lokomotive 5% spare, kriege ich 24 Stück geschenkt. Ne? Sehr klar. Ja. Und die ist also hier gedacht für leichte Güterzüge, so bis 1000 Tonnen. Das ist ein leichter Güterzug. Ein Auto wiegt eine Tonne. Also wenn ein leichter Güterzug kommt, fährt ein Auto. Auto Schrott, wieder tut nichts kaputt. Ne? Und hauptsächlich aber für einen Nahverkehrsdienst, also S-Bahn-ähnlicher Verkehr mit 3 bis 4 Wagen und halt an jedem Bahnhof, auch mit Steuerwachbetrieb, damit ich also am Endbahnhof, wenn ich zurückfahre, nicht umsetzen brauche, also die Lok ans andere Ende, sondern ich gehe in den Steuerwagen und bediene die Lok ferngesteuert. Ja? Und im Steuerwagen ist dann wieder ein ähnlicher Pult drauf, wo alle Anzeigen, die ich hier habe, auch wieder sind, damit ich vom Steuerwagen die ordnungsgemäße Funktion der Lokomotive prüfen kann, damit ich sehe, was macht die da hinten. Ja? Denn bei so einer Lokomotive, da gibt es nichts wie Auto mit ABS und Schleuderschutz und das, was man heute in jedem modernen Auto, das hat die Lok nicht. Ich muss selber beobachten, ob die Lok ordnungsgemäß funktioniert. Und dafür habe ich eben diese ganzen Anzeigen. Ja? Und was man sieht als allererstes, also hier ist ja der Bedienplatz, sage ich mal, und im Sichtfeld hier, da ist keine Uhr und kein Tacho, sondern man hat hier die Anzeigen für die 4 Fahrmotoren. Jede Achse hat ihren eigenen Antriebsmotor. Und man sieht, das ist das Wichtigste. Alles andere ist Peripherie. Hier gucke ich drauf. Ja. Ja, weil hier kann ich kontrollieren, ob die Motoren alle ordnungsgemäß arbeiten. Die müssen alle ungefähr dasselbe anzeigen, die Anzeigeinstrumente. Und wenn dann einer was anderes anzeigt, dann stimmt halt irgendwas nicht. Ja. Das heißt also, da muss ich gucken, weil durch unsachgemäße Fahrweise kann durchaus eine Beschädigung der Fahrmotoren eintreten. Ja? Und es gibt aber keine Überwachungselektronik hier, sondern die Überwachung bin ich selber. Ich muss also selber schauen, was macht die Lok hinten. Also solange die all das Gleiche anzeigen, ist das in Ordnung. Ich meine, das sind keine genormten Instrumente, aber wenn die alle irgendwo dasselbe anzeigen, weiß ich, aha, alle 4 Fahrmotoren arbeiten gleichmäßig mit. Jetzt sage ich der Lok halt vorwärts. Vorne ist immer in die Richtung, wo man guckt, witzig. Wir sind eben vorwärts gefahren, jetzt fahren wir wieder vorwärts. Also vorwärts immer da, wo ich hingucke, damit man halt nicht durcheinander kommt. Dann löse ich die Bremse. Dann fahren wir jetzt rückwärts. Ja? Nee, rückwärts darf ich, kann ich zwar auch fahren, aber da muss ich halt im Fenster rausgucken. Ne? So. Ja. Da können wir mal pfeifen. Während der Fahrt muss ich permanent die Sie-Fahrt drücken, Sicherheitsfahrschaltung. Das hier unten, das Pedal oder halt hier, links und rechts auch. Und das überwacht, ob ich noch dienstfähig bin. Das heißt, wenn ich das loslasse, weil ich ohnmächtig werde, wird nach 30 Sekunden erst ein Licht kommen, Sie-Fahrt, dann nochmal 5 Sekunden ein Död. Und wenn ich nach 40 Sekunden nicht reagiere, bleibt sie stehen. Also wenn Sie einen Film sehen, der Zug ist führerlos, er fährt durch Deutschland, ja, fährt aber nur 40 Sekunden, weil dann merkt die Lok, hier ist niemand, der den Fahrdienst aktiv wahrnimmt und dann setzt die Bremse bis zum Stillstand. Das ist bei alle Fahrzeuge, die alleine gefahren werden. Also E-Loks, Diesel-Loks, bei Dampfloks nicht. Warum? Da ist ja noch ein Heizer da. Wenn der Lokführer tot umfällt, kann der Heizer die Lok zum Stehen bringen, aber hier bin ich ja im Prinzip alleine und dann kann ich da...
nichts mehr machen, ja. Und weiter geht's im Führerstand einer Dampflok. Doch vorher muss nochmal Kohle nachgelegt werden. Linke Seite ist der Lokomotivheizer. Der Lokomotivheizer ist dafür verantwortlich, dass wir hier unten mit der Steinkohle hier unser Feuer beschicken. Mit diesem Feuer tun wir hier im Kessel unser Wasser kochen, das also hier in der Hälfte des Glases ist. Wenn man Wasser kocht, entsteht Dampf und den Dampf sperren wir ein und lassen nicht raus. Dann kann man also den Druck oben am Kesseldruck am Manometer also ablesen und mit diesem Druck können wir also fahren. Gleichzeitig ist der Heizer der Schmiermatze. Er ist verantwortlich für alles, was sich dreht, bewegt, dass es atmungsgemäß geschmiert und gewartet ist. Aber während der Fahrt muss der Heizer auch mit die Strecke mit beobachten, da ich hier auf der rechten Seite gar nicht unbedingt alles sehe. Hier auf der rechten Seite ist der Lokomotivführer. Der hat einmal seine Steuerung, um der Lokomotive zu sagen, in welche Richtung das wir fahren wollen, nach vorwärts und rückwärts. Und sein Dampfventil. Wenn ich hier dieses Dampfventil öffne, ich ein Ventil im Kessel, dann strömt der Dampf vor zur Steuerung und von der Steuerung zum Zylinder und reibt dann mit unser Fahrzeug an. Aber wir wollen ja nicht unbedingt immer fahren, sondern auch stehen bleiben. Dazu haben wir hier verschiedene Bremsventile. Einmal, wenn ich nur mit der Lokomotive fahre und einmal für den kompletten Zug. So, jetzt gucken wir mal, was unser Drehscheibe wenn er sagt, ob wir kommen können. Scheibe frei. Jetzt habe ich die Steuerung nach vorwärts ausgelegt, Bremse gelöst. Dampfventil öffnen. Drehscheibe darf also immer nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden. Also bis hierher darf ich jetzt also fahren. Also hier ist eine Wetterhalthafen, oranges W. Wenn ich hier drüber hinausfahren möchte, muss ich mich mit dem Fahrdienstleiter in Kürpingen in Verbindung setzen. Und dann tut er uns dorthin leiten, wo wir hin möchte, an welches Gleis. Und wenn ich draußen auf Strecke fahren möchte, brauche ich vorher einen Fahrplan. Und dann werden die Gleise so umgestellt, dass wir dorthin kommen, wo wir hin möchten. So, jetzt von Vorwärtsfahrt wieder umschalten. Umlegen auf Rückwärtsfahrt. Bremse öffnen, frei zurück. Yeah.
Die Dampflok wird weggefahren und es wird eine Diesellok geholt, womit wir zu unserer dritten Führerstandsmitfahrt kommen. Bei diesem Motor kann man viel sehen. Für die Kinder gab es beim Dampflokfest auch Programm. Ein Schneepflug und ein Kran für die Kohle. Sowie ein Kran für Wasser. Dann gab es noch einen alten Bundespostwagen. Hier drinne wurden alte Dokumente und Zeichnungen ausgestellt, wie hier zum Beispiel eine alte Zeichnung der Schienen des Darmstädter Hauptbahnhofs oder alte Fahrpläne. Und es gab eine Anzeigetafel eines Bahnsteigs. Und zum Ende unseres Rundgangs entdeckten wir noch zwei Schnellzugloks vom Typ 103. Ja, Dampflokfest ist ja Samstag und Sonntag und sonntags fährt auch durch Darmstadt eine Dampfstraßenbahn. Ja, Sven, wie heißt denn die? Die hat einen Namen. Die hat auch einen Namen. Feurige Elias heißt die Dampfstraßenbahn. Wir warten jetzt hier, die müsste jetzt jeden Moment auch ankommen. Um 11.15 Uhr ist die erste Fahrt. Wir werden dann auch mal eine Runde mitfahren. Genau. Fährt hier vom Schloss bzw. Dammstadium nach Griesheim und wieder zurück. Gibt vier Fahrten, glaube ich, soweit ich weiß, über den Tag verteilt. Und wir warten jetzt hier auf den feurigen Elias und werden unter Dampf mal durch Darmstadt fahren. Was man noch sagen sollte, der Verein, der den feurigen Elias betreibt, gehört auch zu der Bahnwelt. Deshalb ist das hier mit in dem Film übers Dampflokfest der Bahnwelt drin.
Von innen sieht er aus wie eine ganz normale Dampflok, nur eben ein bisschen kleiner. Die Dampfstraßenbahn trägt den Namen Feuriger Elias. Dies hier ist einer der geschlossenen Wagen. Sehr historisch. In Griesheim bekommt der feurige Elias dann neue Kohle und neues Wasser. Ja, was ist denn der feurige Elias? Was das ist eine Dampfstraßenbahn in Darmstadt. Und zwar die Entstehung der Darmstädter Straßenbahn, das heißt also bevor die elektrische kam, gab es ja dann erst die Dampfbahn, das heißt also die Vororte zwischen Eberstadt, Griesheim und Aheilige, die waren durch die Dampfbahn angebunden seit 1886 und dann kam ja dann 1897 die erste elektrische Straßenbahn und das Ganze ist dann fusioniert worden, sagt man heute der Begriff, also aus der Dampfstraßenbahn und aus der elektrischen Straßenbahn ist dann eigentlich die Heerag entstanden 1912. Und 1922 war dann die Dampfbahn zu Ende in Darmstadt, Griesheim, Eberstadt, Aheilige. Und man ist dann nur noch elektrisch gefahren. Und das stellen wir jetzt seit 1997 nach. Also circa 15 Jahre machen wir das jetzt. Und wie oft macht ihr Fahrten damit? Wie oft? Ja, wir fahren im Mai, Juni an der Bergstraße. Das sind etwa 6 Fahrtage. Und dann August, September dann nochmal hier in Griesheim. Also auch nochmal 6 Fahrtage. Das Ganze natürlich ehrenamtlich. Und mitfahren kann man ab dem Darmstadium und hier in Griesheim? Ja, das ist jetzt auf Griesheim, auf Darmstadt möglich. Und in der Bergstraße ist es dann nächstes Jahr wieder im Mai, Juni, dann zwischen Eberstadt, Frankenstein die Haltestelle und Alsbach am Hinkelstein, also die Endhaltestelle. Dann. Ja, okay, dankeschön. Bitteschön. Das Ziel war die alte Wagenhalle in Griesheim, denn um das Gebäude herum gehen Schienen, so dass der feurige Elias drehen kann. Ja, jetzt sind wir gefahren mit dem feurigen Elias der Dampfstraßenbahn in Darmstadt. Jetzt sind wir in Griesheim hier vor der Wagenhalle. Genau. Jetzt geht's zurück. Wir werden jetzt zurückfahren zum Dampfstadium ans Schloss. Ja. Und im Film schauen wir uns noch weiter das Dampflokfest in Kranichstein an. Und mit Volldampf geht's zurück. Und wir gehen jetzt wieder zurück aufs Dampflokfest der Bahnwelt und schauen uns jetzt das Museum an. Hier sieht man als erstes das Stellwerk. Erklärt wird das Stellwerk anhand einer Modellbahn. Hier steht als zweites Stellwerk noch eine ältere Version.
Im Museum gibt es außerdem noch eine Sammlung von alten Uniformen. Uniformen von der Bahn der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Wir schauen uns jetzt die historische Fahrkartendruckerei an. Mit solchen Maschinen wurden früher die Fahrkarten gedruckt. Im rechten Stapelkanal werden die unbedruckten Rohpappen eingelegt. Zuerst werden die Pappen im Speisekontrollapparat auf ihre richtige Förderung überprüft. Dann kann ein Rückseitendruck stattfinden. Im Schaufelwenderad haben die Rückseiten Zeit anzutrocknen und die Pappen werden auf ihre Vorderseite gewendet. Anschließend findet der Vorderseitendruck statt und die laufende Nummer wird aufgebracht. Anschließend werden die Karten im hängenden Stapelkanal abgelegt. Die Fahrkartendoppeldruckmaschine hier wurde im Jahr 1885 das erste Mal von der Maschinenfabrik Göbel in Darmstadt zum Patent angemeldet und gebaut. Danach wurde die Maschine 114 Jahre lang unverändert weitergebaut und im Jahre 1999 wurden die letzten beiden Maschinen an die ägyptische Staatsbahn geliefert. Die Maschine hier wurde im Jahr 1950 in Darmstadt gebaut. Sie wiegt 850 Kilogramm und hat eine Leistung von 200 Pappen in der Minute. Schauen wir uns die Modellbahnausstellung der Bahnwelt an. Diese wird von den jüngeren Mitgliedern betreut. Ja, wir sind hier in der Modellanlage im Bau von unserer Jugendgruppe betreut, wo man also Gleise, Elektrik und Landschaftsgestalten alles lernen kann. Und das ist hier ein ganz gutes Beispiel. Da wird gebaut, abgebaut, neu gebaut und geändert. Und hier sind wir voll in der Baustelle drin. Und um diese Anlage kümmern sich die ganz Kleinen. Das Eisenbahnmuseum der Bahnwelt findet man in Kranichstein. Am besten reist man mit dem Zug an und läuft dann der Beschilderung. Dies sind etwa 5 Minuten Fußweg. Alternativ fährt man mit dem Auto hinter den Bahnhof. Dort findet man Parkplätze. Das Eisenbahnmuseum hat immer geöffnet sonntags und feiertags von 10 bis 16 Uhr und in den Monaten zwischen April und September auch mittwochs von 10 bis 16 Uhr. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 5 Euro und für Kinder 2,50 Euro. Es gibt außerdem Gruppenkarten sowie Familienkarten. Für Gruppen kann das Museum nach Voranmeldung auch extra geöffnet werden. Mehr Informationen zur Bahnwelt gibt es auch im Internet unter www.bahnwelt.de. Und wir gehen rein in einen alten Silberlingwagen. Ja, so bequem sitzt man in heutigen Zügen nicht mehr, Sven. Nö. Wobei, dieses Modell fährt ja noch, nur mit natürlich unbequemen Besitzzügen, wie die Deutsche Bahn das halt immer macht. Ja, schön alte Silberlinge. Dieser hier haben wir eben von außen gesehen, der ist sogar noch Silber. Genau. Weißt du, wie das mal genau war? Die waren mal Silber, dann bunt und jetzt sind sie rot. Also, soweit ich weiß, waren sie Silber, danach wurden sie, glaube ich, so beige-grün. Und dann halt jetzt fahren sie halt, wie du schon gesagt hast, den Rot mit neuen Sitzen drin.
du auch schon gesagt hast, unbequem. Ja, hier. Früher war das noch Leder, schön gefedert, weich. Heute ist das alles ein bisschen fester mit Stoffbezügen. Ja, richtig urig. Aber ich bin mit solchen Zügen, so wie der jetzt hier steht, auch schon gefahren. Ich auch, das war auch sehr schön. Und es gibt auch noch Vereine, die machen Sonderfahrten. Höchstwahrscheinlich macht die Bahnwelt auch mit genau solchen Wagen ihre Sonderfahrten. Ja, wir haben uns heute das Dampflokfest angeschaut. Wir haben viel gesehen heute, viel auch gelernt, sind in der Dampflok mitgefahren, in der Diesellok, in der E-Lok und in der Draisine. Also man kann das jedem nur empfehlen. Wir haben das vorhin schon im Interview auch gehört, das ist zweimal im Jahr, gibt es so eine Veranstaltung von der Bahnwelt. Und ansonsten kann man das Museum auch gern besuchen. Ich glaube, samstags oder sonntags haben sonntags, die geöffnet, ja. Sonntags. Also immer wieder sehenswert und lohnenswert. Und die Bahnwelttage, die im Frühjahr sind, auf jeden Fall die angucken. Da gibt es noch mehr wie jetzt. Da fährt hier irgendwie alles, was noch fahren kann und so. Und es kommen noch Sonderzüge dazu. Also lohnt sich wirklich. Bahnwelt in Darmstadt-Kranichstein. Man kommt ganz einfach hin, mit dem Zug nach Darmstadt fahren, über den Bahnübergang rübergehen und man ist da. Genau. Ja. Wir verabschieden uns. War schön hier und ja, bis zum nächsten Film. Ciao.